Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und willkommen in einem neuen Dela Kochstudio. Ich habe beschlossen, wir müssen mal wieder Gemüse essen. Und deswegen gibt es heute marinierten Blumenkohl mit zwei verschiedenen Dips. Denn ich bin letztens mal wieder durch den Gewürzhändler meiner Wahl eskaliert. Und naja, wie das halt so ist, wenn Dela eskaliert, gibt es was zu essen. Und deswegen fange ich einfach an und erkläre euch, was wir heute vorhaben, was wir brauchen. Was ihr braucht, ist einerseits ein mittelgroßer Blumenkohl. Ihr braucht außerdem einen Becher Schmand. Es geht wahrscheinlich auch Creme Fraiche. Es geht wahrscheinlich sogar auch Sahne. Aber ich persönlich bin mit Schmand oder Quark immer am besten dran. Ihr braucht außerdem Pfeffer und Salz. Ihr braucht Gewürzmischungen für die Dips. An meiner Sache habe ich jetzt gerade den Gute-Laune-Dip von Gewürzemeier. Da ist zum Beispiel drin Zwiebel, Schnittlauch, Dill, Kerbel, Liebstöcke, Petersilie, Paprika, Salz, Kümmel, Knoblauch, Basilikum, Sellerieblätter, Senf, Pfeffer, Estragon, Kurkuma, Muskat, Boxhornklee und Chili. Außerdem habe ich noch die Chakalaka-Gewürzmischung. Da ist drin Tomate, Koriander, Kurkuma, Senf, Chili, Pfeffer, Kumin, Boxhornklee, Kichererbsen, Knoblauch, Sellerie, Salz, Zimt, Karotten, Pastinaken, Petersilie, Porree, Zwiebeln und Paprika. Und außerdem fürs Marinieren brauchen wir das sogenannte Schafskäsegewürz. Da ist drin Paprika, Zwiebel, Senfmehl, Knoblauch, Pfeffer, Schnittlauch und Petersilie. Ihr könnt euch diese Gewürzmischungen alle selber bauen, wenn ihr das wollt. Aber ihr müsst halt nicht. Die gibt es halt fertig zu kaufen. Ich bin großer Fan dieser Dinge. Ich mag das. Genau. Ansonsten braucht ihr noch ein bisschen Öl. Ich habe an meinem Sonnenblumenöl genommen. Und ja, je nachdem, wenn ihr das wollt, noch eine Spur Parmesankäse oder parmesanartigen Käse. Ich sage aber gleich vorneweg, das ist nice to have. Es ist aber für das Rezept eigentlich völlig irrelevant. Ansonsten wäre es noch ganz gut, wenn ihr eine Heißluftfritteuse habt. Das geht sicherlich auch im Backofen. Allerdings sind die Zeitangaben und Gradangaben, die ich mache, jetzt gerade für meine Heißluftfritteuse. Deswegen weiß ich nicht, ob das direkt 1:1 umzulegen geht. Ja, was machen wir jetzt? Wir fangen an, indem wir diesen Blumenkohl einmal entblättern, einmal den Strunk abschneiden und dann, je nachdem wie viel Kraft ihr habt, möglichst gleichmäßig große Röschen entweder rausschneiden oder rausbrechen. Wie gesagt, ihr wisst selber, wie das funktioniert. Ihr habt das alles schon mal in irgendeiner Form gemacht. Wichtig ist nur, dass das alles ungefähr gleich groß ist, damit es auch ungefähr gleichermaßen durch wird dann irgendwann. So, und nachdem ihr das jetzt alles fein gemacht habt und eure Blumenkohlröschen in einer entsprechenden Größe zerbröselt habt, dann nehmt ihr euch ein kleines Schüsselchen, kippt da ungefähr, nagelt mich nicht drauf fest, ich würde sagen 2 bis 3 Esslöffel von dem Öl eurer Wahl drauf. Wie gesagt, ich habe Sonnenblumenöl genommen. Es gibt Menschen, die mögen das mit Olivenöl, aber das ist einfach eure freie Entscheidung. In dieses Öl schmeißt ihr jetzt größere Mengen Salz und Pfeffer. Und dann schmeißt ihr einen sehr, sehr großen Schwapp von diesem Schafskäsegewürz da drauf. Das Ganze verrührt ihr dann mit einem Gäbelchen, bis ihr eine ordentliche Marinade habt. Ihr wisst, wie eine Marinade auszusehen hat, ihr kennt das. Nachdem ihr das getan habt, schmeißt ihr dann die Marinade auf den Blumenkohl. Also, ihr habt mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr haut das in eine Schüssel zusammen, rührt das dann schön um, dass wirklich alles von dem Blumenkohl schön bedeckt ist und so weiter. Andere Menschen nehmen zum Beispiel einen Tiefkühlbeutel und massieren das da drüber dann ein. Es ist egal, wie ihr das macht. Hauptsache, die Marinade kommt auf den Blumenkohl und es ist auch wirklich alles entsprechend bedeckt davon.
Ich wusste diesmal, dass ich das Ganze als Abendessen vorbereite. Deswegen habe ich quasi das Ganze schon ein bisschen vorbereitet und habe dann die marinierten Blumenkohl-Dinge auch ein bisschen in der Marinade stehen lassen. Also für, sagen wir mal, 3 Stunden oder so. Ich weiß nicht, wie notwendig das ist, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Genau, also ihr rührt jetzt einfach die Marinade in euren Blumenkohl und dann hören wir uns gleich wieder. So, jetzt ist der eigentlich spannende Teil auch eigentlich schon vorbei. Denn, wie gesagt, der Blumenkohl bleibt jetzt so lange sitzen, bis ihr beschließt, ihn in den Backofen zu werfen. In den Backofen werft ihr ihn dann, oder beziehungsweise in die Heißluftfritteuse in meinem Fall, für, ja, sagen wir mal so 10 Minuten plus minus ein bisschen bei 190 Grad, wie gesagt, Heißluft bzw. Umluft in dem Fall in der Heißluftfritteuse. Wie ihr das mit dem Backofen macht, das weiß ich nicht genau. Da müsst ihr einfach ein bisschen experimentieren. Das Ziel ist, dass der innen drin ein bisschen weicher wird, außenrum ein bisschen knackiger, ein bisschen knusprig. Aber wie gesagt, das ist eure Variante, das könnt ihr ein bisschen nach Geschmack machen. Manche mögen es knackiger innen drin, manche mögen es weicher. Je nachdem muss er halt einfach ein bisschen länger drin bleiben. Und hier kommt dann auch die Sache mit dem Parmesan ins Spiel. Wenn ihr den Parmesan wollt, ich sage euch aber gleich, der geht ein bisschen unter, dann habt ihr jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr rührt den Parmesan quasi in den letzten, ja, 3, 4, 5 Minuten, die das Zeug im Backofen ist, einfach mit direkt in die Heißluftfritteuse. Oder natürlich, ihr holt das Zeug, wenn es dann fertig gebacken ist, aus der Heißluftfritteuse raus und vermischt es dann direkt, solange es noch heiß ist, direkt mit dem Parmesan. Ich glaube, es wäre auch geil, wenn man noch ein paar Semmelbrösel mit reinrührt, aber das ist Geschmackssache und auf jeden Fall nur ein nice to have. Das Rezept funktioniert auch ohne. Aber während jetzt euer Blumenkohl im Backofen ist, macht ihr in der Zeit den Dip, beziehungsweise die Dips. Und wie macht ihr das? Auch das ist relativ profan. Ihr reißt einfach euren Becher Schmand auf und macht genau halbe halbe. Ihr nehmt eine Hälfte, tut das in das eine Gefäß, die andere Hälfte in das andere und schmeißt auf jedes nochmal 2 Löffel eurer Gewürzmischung eurer Wahl. Wie gesagt, ich habe einmal diese gute Laune Gewürzmischung genommen. Das wird dann eher so ein bisschen wie Kräuterquark. Und die Chakalaka, die hat so, ja, was leicht Scharfes, was leicht Tomatiges. Ja, die fand ich persönlich, hat meiner Meinung nach sogar besser dazu gepasst. Aber es sind beide Dips sehr geil und mehr Vielfalt, mehr gut. Also, das ist eigentlich überhaupt kein Akt. Ihr rührt das einfach zusammen. Und nachdem dann euer Backofen fertig ist, könnt ihr einfach euren marinierten Blumenkohl zusammen mit dem Dip genießen. Übrigens, kleine Empfehlung an der Stelle. Ich habe so festgestellt, den Dip einfach direkt in den Blumenkohl einzurühren, statt ihn tatsächlich zu dippen, macht das Ganze sehr viel einfacher zu essen. Aber das ist Geschmackssache. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören und lasst es euch schmecken. Tschüss!